Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 23.01.2020. Und unser DAX hat es nach ja, schwerer Geburt geschafft, ein neues Allzeithoch zum ähm, Mittwoch zu setzen. Wir sind relativ positiv sogar schon reingestartet, ähm, sind, äh, glaube ich, ja, um die 6.10, 6, 6.15 sogar reingekommen, haben dann da oben kurz ein bisschen rumgedödelt und dann hat er sich schon gezeigt, ähm, dass er das nicht wollte. Ähm, Hat es nicht gepackt, oben weiter rauszuziehen, sich hier über die 6,30 zu legen. Das ist nicht gelungen und dann kam eine rote Stundenkerze nach der anderen, bis auf den Rücklauf. Ähm, wenn wir das mal hier ein bisschen zurechtrücken, wird das glaube ich dann auch klarer, was hier gemeint ist. Momentan, Moment, wir hatten den dargelegt. Na, also, wenn man das so bewertet, war dann hier der Punkt gewesen im Rücklauf da um die, um die 50 rum wo der DAX hätte wieder auftreten können und er hat das nicht genutzt. Naja, er ist nicht wieder aufgedreht, sondern nach unten weggeschmiert. Und das ist, das ist gefährlich. Wir haben hier unten zwar einen Short-Trigger, der ist noch relativ tief und der ist noch nicht angelaufen. Aber ich sage mal, ein Allzeithoch ist ja per se erstmal ein Kaufsignal. Es bestätigt, dass ein Aufwärtstrend intakt ist. Es bestätigt, dass ein Markt stark ist, dass er neue Höchstkurse generieren kann, dass Aktien gefragt sind. Und ähm, demzufolge ein Markt äh, eine gute Substanz aufweist, und in demzufolge ist ein Allzeit äh, ein, ein auch immer erstmal ein gutes Zeichen, ein, ein gutes Signal, auf das letztendlich ein schöner Tagesschluss folgt, dem man dann äh, mit einer Flasche Sekt anstoßen kann. Wenn wir jetzt hier nun sehen, was der DAX daraus draus gemacht hat, ist hier definitiv nichts, wo man ähm, quasi anstoßen kann oder, oder was feiern kann. So, jetzt muss ich bloß mal kurz schnell ein paar Nachrichten. Ihr bipperts die ganze Zeit im Hintergrund. Er knallt eine Nachricht nach der anderen ran. Ähm ja, so, was haben wir gesehen? Neues Hoch ist gekommen und der DAX hat es wegverkauft. Das ist jetzt erstmal enttäuschend. Das muss man schon sagen, weil natürlich die Erwartungshaltung schön ist, wenn ein Markt eben ein Allzeithoch macht, dass er gegebenenfalls auch ein bisschen Performance aufholt, dass er vielleicht den Amerikaner nachholt, nacheifert, hochzieht und so weiter und so fort, Das ist alles nicht passiert. Und ähm, das... Das ist jetzt gefährlich, weil deswegen liegt auch der Short-Trigger hier. Ähm, das passieren kann, dass man den DAX das dafür jetzt abstraft halt, ne? Dass er jetzt, dass die Anleger dann auch enttäuscht rausgehen. Auch die, die hier reingekauft haben in die letzte Aufwärtsbewegung, dass die sagen: Gut, okay, Scheiße, jetzt hat er hier oben einen Doppeltop hingestellt und stand, jetzt haben wir eins. Ne? Also zweifach-top.

Also ganz hat man es nicht, nicht, nicht äh, synchron hier hinbekommen. Aber wir haben jetzt hier zwei Hochs, die da oben so stehen. Und das ist schon deutlich, wie sich der DAX zurückgetreten hat. Deswegen ist für mich jetzt unheimlich wichtig, wie er jetzt auf den Folgetag reagiert. Ne? Mich haben auch unterm Tag relativ viele angeschrieben. Ja und und und, und, und was, was jetzt hier und er kann ja jetzt bis sonst wo steigen und so weiter. Habe ich auch erst gesagt, man muss jetzt erstmal abwarten, wie der ab, als wie der Tag wird, weil so eine 13.600, das ist der markant, haben wir gestern auch gesagt, das ist der markanteste Widerstand im Chart, ne? Das ist was. Das ist nichts, was innerhalb mit einer 5-Minuten-Kerze entschieden wird. Da muss man ein bisschen gucken, muss man ein bisschen warten und das ähm, auch ein bisschen abwarten. Ich fand im Tagesverlauf, sah das wie gesagt im ersten Moment gar nicht so tragisch aus. Den Rücklauf hatten wir ja auch eingeplant. Der ist dann sogar angelaufen, hat ja eigentlich auch schön, schön aufgedreht und hochgedrückt. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass der hier ähm, auch noch ein bisschen durchzieht, aber nee, er wollte runter. Waren wahrscheinlich wieder viele, viel zu viele dann Long mit auf der Backe dran. Und ja, jetzt laufen wir Gefahr, wenn wir jetzt hier tiefer rutschen, dass wir dann eben noch abverkaufen, halt, ne? dass wir so eine Verkaufswellen kriegen, Ent Erschöpfungswellen, Gewinnmitnahmen. Die Leute, die sagen, na gut, Allzeithoch haben wir gesehen, dann, ähm, ja, reicht mir erstmal wieder. Die Gefahr ist da, das können dann Verkaufswellen lostreten bis zu den Zielen um die 410, 400, ne, das wäre erste Station, von dort gegebenenfalls schon erstmal wieder eine kleine Gegenreaktion möglich, äh, geht er gar tiefer. Müsste man sogar dann hier Bereiche 360 ins Visier nehmen, 300, 255, alles erreichbar jetzt. Ne? Also da schon aufpassen, wenn der uns am Donnerstag unten abhaut. Ne? Ansonsten oberhalb würde mir eigentlich schon eine erste grüne Stundenkerze reichen, um zu sagen, okay, da kommt jetzt wieder ein bisschen äh, Stabilisierung rein, könnte er sich vielleicht nochmal hochhangeln. Aber dafür muss er halt auch echt ein bisschen was zeigen halt. Er ne? muss nach oben drücken, er muss eine grüne Kerze reinnehmen. Ich würde das jetzt auch quasi erstmal so reinsetzen. Aber es ist zwingend erforderlich, dass wir da auch einen, 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 einen Schuss nach oben kriegen. Ne? Dass wir erstmal wieder einen, einen bisschen, ein bisschen was Grünes kriegen. So, ich sag mal so 5,15 kann man da schon erstmal noch abwarten. Stunden Schluss darüber. wenn wir den haben, ähm, dann schafft er bestimmt nochmal die 550, 560. Äh, könnte man vielleicht so machen hier. Dann schafft er hier eine 55, 560. Von der 550, 560 kommt er bestimmt dann nochmal runter. Da hat er sich ja so lange aufgeschoben hier. Ne? Und dann könnte er nochmal einen Angriff nach oben versuchen. Also das wäre auf jeden Fall eine Deeskalation der Situation. Und ähm, wäre positiv dann zu werten. Aber muss auch erstmal kommen. Ne? Geht er hier runter, läuft er echt Gefahr, dass man ihn abstraft. Und äh, nach die Tageskarte sieht er doch nicht gut aus. Ne? Also das ist schon nicht ohne jetzt hier die Situation. Ne? Also die Tageskerze, ne? aber herzlichen Glückwunsch. Da kann man nur keinen Sektgurken dran, keine Sektflasche dran schlagen und sagen, ja, hippie, gut gemacht, Dax. Da muss man ja sagen, was war das denn? Ne? Und das ist nicht gut. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein. Man sagt nicht, mehr, ne, was war das denn? Na, da kaufe ich. <laughs> ne? Da sagt, na, was war das denn? Da lasse ich vielleicht lieber die Finger davon. So, als Investor, als Anleger, etc. Also, das ein bisschen im Auge behalten. Wir, wir gucken jetzt mal noch einen Tagesschluss an. Also noch eine folgende Tageskerze, das ist jetzt. Das ist echt hässlich. Also auf Tagesebene ist das hässlich. Das kann man gar nicht anders bezeichnen. Das ist nicht schön. Und das könnte jetzt hier auch mal noch auf der Ebene zumindest eine 3,70 noch abverlangen. Mittleres Band hier so, ne? 3,70. Ist erreichbar. Ist auch nicht viel, sind 100 Punkte. Zum Donnerstag kann den DAX auch locker 200, 250 Punkte schaffen, hält die 370 nicht in einer Mahlzeit Glaube ich jetzt nicht, dass er mit einer Tageskerze hier runter sich stellt, aber also unterhalb von 470 würde ich den DAX echt ein bisschen mit Vorsicht nehmen am Donnerstag. Wirklich. Ich glaube, ich würde den erstmal machen lassen. Ich würde ihn dann wieder über 500 sehen, um da wieder ein bisschen Zuversicht reinzukriegen. Alles, was da hier so unter 470 dann ist, halt falsch. Alles, was da irgendwo unter 470 ist, das ist schon. Das ist schon Risiko, halt, ne? Also. Da kann sich echt Schwäche breit machen. Ja, gucken wir kurz noch hier rein. Monat. Und er ist noch lang. Der schaut jetzt erstmal ins Zut aus. Das sieht, noch, das sieht noch vertretbar aus. Wo hatten wir es? Monats oben um die 200. Na, da wird wahrscheinlich. Das wird auch schwer. 225 gut, das sind die 200 Punkte. Ja, das, das sieht jetzt erstmal noch nicht ganz so schlimm aus, aber hier sehen sie eben das Doppeltop, ne? Hier sehen sie das. Was er hier für, für schöne Tochter stehen lassen hat das letzte Mal schon, ne? Und jetzt hat er eben da wieder reagiert an der 13.600. Und sollte sich jetzt hier auch rot eindrehen. Aber dazu, also hier bräuchten wir jetzt einen, Sch einen Monatsschuss unter 1,30, damit das kritisch ist. Das sieht jetzt erstmal nicht ganz so schlimm aus wie der Tagesschart. Der Tagesschart ist jetzt auch nicht die Katastrophe, aber. Noch eine rote Tageskerze wäre da jetzt eben auch nicht so verwunderlich, ne? Und dann, dann müsste man aufpassen, dann steht er schnell wieder hier unten. Und ich habe das schon mitgekriegt, wie viele hier oben schon so gestöhnt haben, jetzt die letzten Tage über den DAX. Es gibt ganz viele, die momentan sehr stöhnen über die Bewegung. Ähm, ich glaube, die macht es auch nicht glücklich, wenn er sich jetzt hier noch weiter runter dreht. Ne? Gut, aber okay, wir lassen das jetzt dabei. Ähm, die Zonen sind klar. Machen es an. Der, ich würde mich an der 470 orientieren zum Donnerstag drunter. Wäre ich eher vorsichtig. Da ist einfach zu viel Potenzial auch für Verkaufswellen Richtung 400, zu viel Potenzial Richtung 360, 300. Ähm, sollte der zu irgendeinem Zeitpunkt wieder auftreten, sich wieder über die 500 heben, würde ich ein bisschen Entwarnung geben und würde sagen, okay, dann hat er nochmal gute Karten, die 560 da reinzuholen. Und wenn er die 560 hat, schafft er vielleicht auch nochmal 600. Ne, deswegen ist die 470 für mich ganz wichtig und die 500 da oben. Dazwischen würde ich jetzt erstmal gucken, wie kommen wir rein, wie starten wir in den Handel. Und dann weiteres ableiten. Okay, gut. Dann soll es das sein. Ich drücke Ihnen die Daumen. Maximale Erfolge. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.